Hallo meine lieben Herzen, herzlich willkommen auf meinem Kanal Sonnenherz Tarot. Ich freue mich, euch alle recht herzlich begrüßen zu dürfen. Welcome back zum Monatsorakel für den Monat Februar 2023. Was erwartet dich für dein Sternzeichen Waage, Aszendent Waage oder Mondzeichen Waage? Wenn du eines dieser drei Dinge in deinem Chart hast, kannst du dir die Legung hier anschauen. Und wenn du hier zum allerersten Mal auf meinem Kanal gelandet bist, dann Hallöchen und herzlich willkommen, du liebe Seele. Ich begrüße dich von ganzem Herzen. Wenn dir noch nicht allgemeine Tarotkartenlegungen vertraut sind, dann bitte ich dich unten in der Infobox, dir alle wichtigen Details zu entnehmen. Wenn dir das aber schon vertraut ist, du einfach mich nur noch nicht kennst, dann Hallöchen, entspann dich, lehn dich zurück, hol dir was zum Snacken, wir fangen gleich an. Für meine lieben Männerherzen, Hallöchen und herzlich willkommen. Ihr müsst einfach hier die Geschlechterrolle umtauschen, da ich mehr aus der weiblichen Perspektive spreche. Und für meine lieben Crosswatchers, Hallöchen und herzlich willkommen. Ihr müsst einfach schauen, ob das Ganze hier für dich und dein Gegenüber resoniert oder ob da das Aszendent oder Mondzeichen diesen Monat besser harmonieren würde. Ja, vielen lieben herzlichen Dank, meine lieben Waageherzen. Dankeschön für eure Unterstützung, fürs Abonnieren, Liken, Teilen, Kommentieren. Danke für den Energieausgleich. Wenn du Interesse hast an einer privaten Legung bei mir, gerne unten in der Infobox findest du meine Webseite oder auch meine E-Mail-Adresse. Darüber kannst du mich gerne kontaktieren oder direkt über die Webseite buchen. Und ich würde sagen, Waage, wir starten. Für meine lieben Waageherzen, Monat Februar. Okay, die Sonne, oh, 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 die Sonne ist da. Das ist die, ja, gehört zu den besten Karten im Tarot, ja. Das Leben ist wunderschön, die Sonne scheint in deinem Leben, du strahlst es auch nach außen, du hast voll viel Power und Energy im Monat Februar, du denkst positiv, das ist so die Sonne. Für meine lieben Waageherzen, Monat Februar. Okay, danke schön. Und Ass der Schwerter. Du kannst klar denken. Du hast eine coole Idee. Du bist sehr inspiriert. Das ist so, was ich sehe. Wenn du hier an einem Hindernis gestanden bist, wirst du dieses Hindernis überwinden, weil du hier eine Lösung haben wirst zu deinem Problem. Ich sehe auf jeden Fall, kommen dir hier neue Ideen, Möglichkeiten, die dich wirklich happy machen, für meine lieben Waageherzen. Monat Februar. Dann haben wir hier göttliche Führung, der Hierophant. Ja, okay, für meine lieben Waageherzen. Neun der Schwerter. Okay. Warum dreht ihr euch? Und noch eine Karte für meine lieben Waageherzen. Keine Ahnung, ich kriege irgendwie dieses Deck, obwohl ich große Hände habe. Die Liebenden kriege ich irgendwie hier nicht richtig gerade gebacken. Okay, und zwei der Kelche hier hinten. What? Warum? Sodale, ich hatte gerade einen Hustenanfall und musste erstmal was trinken gehen. Gut, meine lieben Waageherzen, ich habe hier bei euch die Karten gezogen und ich sehe vor allen Dingen hier mit der Sonne und mit dem Ass der Schwerter den Durchbruch bei euch, okay? Die Erkenntnis, die Klarheit. Weil ich sehe, du hast nach dieser Klarheit gefragt, nach göttlicher Führung, was soll ich tun? Du hast dir hier wirklich viele, viele Gedanken gemacht und kommst auch wieder ins Grübeln, obwohl du, ich habe das Gefühl, es ist dir im Kopf klar, aber emotional ist es dir noch nicht klar. Also dein Gefühl oder dein Herz sagt dir was anderes. Deswegen bist du so ein bisschen im Zwiespalt in einer Liebesangelegenheit. Und bei euch, meine lieben Waageherzen, da hat jemand drunter kommentiert bei eurer letzten Legung. Ja, wir sind Waage. Ich spreche für alle Waage-Sternzeichen und wir wissen, was wir wollen und irgendwie sowas, keine Ahnung mehr, um ganz ehrlich zu sein. Aber ich sehe hier wirklich diese Zerrissenheit und das ist das, was ich kollektiv wahrnehme. Und es ist eine allgemeine Legung und es kann für dich resonieren, aber es kann auch für dich nicht resonieren.
und nimm das mit, was mit dir resoniert, und lass den Rest weiterziehen. Das sage ich jetzt einfach nochmal hier an der Stelle, weil ich sehe, es ist einfach immer noch diese Thematik. Ich habe hier hinten zwei der Kelche. Das spricht hier von einer Versöhnung, die Liebenden. Es ist für viele eine Liebesangelegenheit. Es betrifft dein Liebesleben. Ja? Und das ist hier so, was ich sehe. Dieses, dass es für die Mehrheit hier einfach das Liebesleben betrifft und dass du hier eine klare Entscheidung von deinem Herzen aus treffen musst. Und wenn dein Herz dir innerlich sagt, okay, es macht keinen Sinn, aber du hältst irgendwie dennoch trotzdem dran fest, ist es natürlich, du hast einen freien Willen, ist das deine Entscheidung. Ich sehe aber, im Februar kommt die Klarheit, kommt wirklich, sagt der Verstand, nee, ich muss hier klar kommunizieren, was ich will, was ich nicht will. Wähle ich diese Partnerschaft? Was stört mich an dieser Partnerschaft? Weil ich sehe schlaflose Nächte, Sorgen. Du machst dir Gedanken. Du brauchst diese Führung, dieses, ja, was soll ich tun? Ja? Obwohl du eigentlich hier schon die Lösung in den Händen hältst. Allgemein sehe ich in deinen Lebensbereichen, mit der Sonne läuft es sehr gut. In deinen anderen Lebensbereichen. Ich sehe auch, dass du mehr strahlst, mehr Lebensfreude hast. Das ist so, was ich sehe. Ich habe auch das Gefühl, für andere wird es hier nicht, ist es nicht, sag ich mal, in der Liebe, sondern hier geschäftlich, dass du hier nach göttlichem Rat fragst, weil du hier eine Idee hast, weil du hier etwas umsetzen möchtest, trotzdem dir hier selbst Gedanken hast, so Selbstzweifel, die sich hier nachts bei dir einschleichen und dich hier versuchen, dich zu sabotieren. Ich sehe hier mit den Liebenden, es kommt zu einem Vertrag, zu einem Verbündnis. Es kommt hier zu einer Sache, die du gerne von Herzen aus tun willst und du wagst es dann auch, meine lieben Waageherzen. Ich würde gerne hier die Liebenden klären, meine lieben Waageherzen, die Liebenden. Da haben wir die Königin der Stäbe und wir haben hier den König der Münzen. Ja, es ist hier eine Love Story. Hier hinten haben wir sieben der Schwerter. Es liegt hier die Täuschung. Es liegt hier das Nichtvertrauen, Misstrauen. Aber auch hier die Täuschung. Ja, und auch hier mit der Gerechtigkeit. Es wird sich hier alles zeigen. Die Wahrheit wird hier rauskommen, ob du willst oder auch nicht, ob du hier etwas getan hast, verheimlicht hast, deinem Partner gegenüber oder andersrum. Ja, das ist so, was ich sehe, weil es betrifft hier euch. Mann, Frau. Hier ist die Königin der Stäbe und hier ist der König der Münzen. Und für einige hat es hier einfach einen finanziellen Aspekt. Für andere hat es hier einen anderen Aspekt. Ja, weil ich sehe hier wieder acht der Münzen und hier wieder die Sonne. Und ich sehe halt wirklich auch, dass du hier weiter an deiner Weiterentwicklung arbeitest, an dir arbeitest und auch hier mit König der Schwerter hier klar sagst, was du willst und was du nicht willst, das klar kommunizieren wirst und nur dementsprechend auch hier diese Partnerschaft oder diese Liebe hier eingehen kannst oder weiterführen kannst, weil ich sehe, am liebsten würdet ihr hier Friede, Freude, Eierkuchen haben, hier mit der Liebe, ja. Das ist so, was ich sehe. Bei meinen lieben Waageherzen, für die Mehrheit wird es einfach hier euer Liebesleben betreffen, was aktuell in eurem Leben im Vordergrund steht, weil da vieles unklar ist, weil es hier Enttäuschungen, Täuschungen gibt. Für meine lieben Waageherzen, Februar, die Weltkarte, ein Ende, Neuanfang, hier nochmal im Dunkeln, ja? Du hast hier viele Optionen. Das ist, was dein spirituelles Reich dir sagt. Es obliegt hier wirklich dir, was du möchtest. Ja, hier diese Unentschlossenheit, sich nicht entscheiden zu können, welche Richtung soll ich gehen? Soll ich meinen Weg alleine gehen? Soll ich hier weiter aufbauen in dieser Partnerschaft? Gibt es hier eine Zukunft für uns? Ja, ich sehe auch hier, du erkennst deinen Selbstwert. Du schaust hier nach dir, was bringt dir Wert? Hat diese Beziehung noch Wert? Hat diese Beziehung noch Zukunft und Stabilität? Das ist so, was du dir Gedanken machst, langfristig. Du möchtest hier eine Partnerschaft eingehen oder eine Partnerschaft weiterführen, wo du siegreich davor
hervorgehen kannst, wo es für beide eine Win-Win-Situation ist, wo für beide hier ein Geben und Nehmen besteht, wo für beide hier wirklich Erfolg ist. Ich sehe aber auch hier in deinem beruflichen Aspekt, kommt Erfolg rein, kommt hier ein Sieg, Fülle, mehr Geld, Geldfluss ist das, was ich auch hier sehe für meine lieben Waageherzen, Monat Februar. Vielleicht ist was im Dezember vorgefallen, weil ich Dezember gesagt habe. Interessant. Februar für meine lieben Waageherzen im Februar. Was sollten Sie wissen? Chaos und Konflikt. Ja? Du stehst hier im Chaos. Mal bist du dir hier im Klaren darüber, was du willst. Dann wieder kommt dir Selbstzweifel und willst hier die Führung, was dein Liebesleben, was hier eine Beziehung oder hier eine Partnerschaft, eine Freundschaft, eine Zusammenarbeit hier betrifft. Es gibt hier Chaos und Konflikt. Die Dinge werden hier hochkommen. Du bist innerlich zerrissen. Du musst dich hier entscheiden. Du kannst diesen Konflikt hier nicht mit einem Lächeln so entgegentreten. Es ist alles gut, alles ist gut, alles ist gut. Weil die Realität sieht nicht so aus und du wirst gezwungen, hier wirklich in die Entscheidungsfindung zu kommen, hier in die Klarheit, in die Einsicht zu kommen. Waage. Grau. Ja. Ende oder wenn etwas zu Ende geht, mehrere Enden. In Deutsch, Endings. Ja, ein Ende muss nicht immer was Schlimmes heißen. Und ein Ende ist manchmal nicht vermeidbar. Und ich sehe, dieses Ende ist hier unvermeidbar. Meine lieben Waageherzen. Es kommt hier zu einem Abschluss. 10, die Weltkarte. Für meine lieben Waageherzen. Aber es wird alles gut. Und ich sehe wirklich, du wirst hier einen Durchbruch haben, einen Erfolg. Du wirst für etwas ausgezeichnet. Ich sehe hier beruflichen Erfolg. Ich sehe hier in einer Sache, wo du erfolgreich als Sieger rausgehen wirst. Wunderschön. Wenn du gerade hier in einem, sage ich mal, dich gerade scheiden lassen hast und hier gerade rechtlich vorgehst, sehe ich hier, dass du das gewinnen wirst. Deine Punkte, die du hier gewinnen wolltest. Meine lieben Waageherzen, Monat Februar. Und Jemaya, die Ozeanmutter, Ursprünglichkeit. Ja, du kommst hier in deinen inneren Selbstwert, du findest so diesen inneren Halt in dir, die innere Kraft in dir. Die wird dir auch deine Kraft, deine Verbindung ganz, ganz stark bewusst zum Ozean, zur Natur, zu dem Göttlichen. Ja, das ist so, was ich sehe. Du hast hier auch Unterstützung vom spirituellen Reich, von der Natur. Und hier kommt sehr viel Wasser. Wasser kommt hier sehr stark durch. Wasserflug, Gewicht lässt nach, Bürde wird abgelegt, Schwerelosigkeit. Du befreist dich. Deswegen kommt auch hier die Sonne durch. Dieses unvermeidbare Ende, das wird sich danach wie so eine Last, du fühlst dich einfach wieder jung und kraftvoll. Das ist das, was ich sehe. Es ist ein Wasserflug nach oben. Du befreist dich hier von all dem, was dich hier runtergezogen hat und was dich schwer gemacht hat. Ja, was es dir schwer gemacht hat. Warum du dir hier abends so Gedanken machst, Sorgen machst, nicht gut schlafen kannst, aufgewühlt bist. Für meine lieben Waageherzen, Monat Februar. Und da haben wir hier einen Berg. Du hast eine große Herausforderung, die du überkommen musst, aber du wirst sie hier mit Erfolg überkommen. Ja? Der Knoten, unerfolgreiche Pläne. Es wird nicht so, wie du es dir vorstellst, hier nach Plan verlaufen. Dann haben wir hier eine blonde Frau. Du hast es mit einer blonden Frau zu tun. Graue Haare oder weiße Haare könnte auch sein. Ja? Und wir haben den Papagei. Jemand wird hier dein ganzes Gossip, deinen ganzen Klatsch und Tratsch weitererzählen, deine Geheimnisse verraten. Ich sehe, hier kommt etwas nach oben, hier kommt etwas raus. Vorsicht, es gibt jemanden, der hier etwas über dich erzählt. Für meine lieben Waageherzen, Monat Februar.
im Flow. Ja? Ich habe das Gefühl, du hast ja eine große Herausforderung. Die Dinge, vielleicht auch die Pläne werden sich nicht so erfüllen, wie du willst. Aber ich sehe, dass der Weg für dich frei gemacht wird und du wirst hier, du brauchst dir nicht so viel Gedanken machen. Alles wird hier so seinen Weg, seinen Lauf nehmen. Deswegen, du wirst dich von allem befreien. Diese Last wird abfallen im Endeffekt. So, Waage, Waage, Monat Februar. Der beste Weg zum Wachsen ist es manchmal loszulassen. Und loslassen ist ein Prozess, meine Lieben. Und wir haben Befreie dich, Release. Das ist so dein Motto von deiner Legung. Oder das ist alles, was eigentlich hier beinhaltet, deine Legung. Dass du dich hier von dieser schweren Bürde, von allem dich hier befreist. Und ein Ende ist manchmal unvermeidbar. Und wenn du merkst, du bist an einem, egal in welcher Situation, es ist jetzt zu Ende, du bist am Ende angekommen, es geht nicht mehr weiter, auch wenn du es dir wünschst, sehe ich, ist es besser, manchmal loszulassen und sich davon zu befreien. Und dann merkst du auch wieder diese Leichtigkeit, die Einfachheit in deinem Leben und dass du hier auf dem richtigen Weg bist. Meine lieben Waageherzen, vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen. Wenn du mit meiner Energy Vibes, lass ein Abo da, eine Gefällt-mir-Angabe oder auch einen Kommentar. Und wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.